Wie ist denn das? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, was das Sozialverhalten von ADHSlern anbelangt. Können Sie da was zu sagen? Ja, das ist auch ein wichtiges Thema, um nochmal das zu beleuchten. Was sind eigentlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Weil in beiden Bereichen liegen ja wirklich sehr häufig Schwierigkeiten im Sozialverhalten vor. Bei Kindern mit ADHS ist es oft so, die haben durchaus die sozialen Kompetenzen und die kennen auch die üblichen Regeln. Manchmal haben die so eine gewisse Haltung, dass sie sehr selbstbestimmt sind. Und dass es ihnen nicht so wichtig ist, diese Regeln einzuhalten oder ne, dass sie so ein bisschen sich auch so verhalten, naja, sehr nach dem Lustprinzip oder dadurch, dass die häufig eine gesteigerte Impulsivität haben, dass sie dann einfach sehr spontan reagieren, sodass das Gegenüber auch irritiert ist. Und der Bereich ist bei Menschen mit Autismus insofern anders, weil sie manchmal die sozialen Regeln eben nicht kennen oder sie kennen sie, aber es fällt ihnen unglaublich schwer, die zu akzeptieren, weil die nach ihrer eigenen Ansicht sinnbefreit sind. Und manchmal muss man einfach sagen, die haben total recht, die sind auch sinnbefreit, aber es gibt eben so einen Konsens, dass man sich trotzdem daran hält. Und das ist was, da haben Autisten schon Schwierigkeiten damit, Dinge zu tun, die sie nicht logisch verstehen können und die ja einen Sinn und Zweck auch haben. Und diese sozialen Schwierigkeiten mit autistischen Menschen, die haben auch häufig damit zu tun, dass sie eben Dinge falsch interpretieren. Und das trifft natürlich zum Beispiel im Grundschulalter viel häufiger zu, dass ne, auf dem Schulhof, da geht alles sehr schnell, die Kinder spielen, das geht alles im Millisekundenbereich, diese Interaktion. Und nun muss man sich mal vorstellen, wenn dann ein anderes Kind ist mit Autismus, das diese ganzen Signale nicht richtig interpretieren kann, dann ist natürlich die Reaktion auf verschiedene Konstellationen auch problematisch. Also insofern, wenn man nur auf die Situation schaut, dann kann das sehr ähnlich aussehen und die Hintergründe sind aber unter Umständen völlig unterschiedlich. Was bei beiden Gruppen schon auch häufig vorkommt, das ist eine ausgesprochene Frustrationstoleranz. Also schon die Bereitschaft, sehr vehement auf irgendetwas zu reagieren und da wenig duldsam und geduldig auch mit manchen Sachen umzugehen. Was ich dazu noch ergänzen möchte, das ist gerade auch, also ich habe ja sehr viele autistische Zuschauer, dass es halt immer auch sehr, sehr wichtig ist, rauszuarbeiten, dass Autisten natürlich auch, was diese sozialen Regeln, einen blinden Fleck dahingehend haben, dass sie gar nicht verstehen, dass diese sozialen Regeln deshalb existieren, weil Menschen häufig eine sehr emotionale Kommunikation haben. Und es bei diesen, bei den Menschen, wenn sie sich zum Beispiel treffen, irgendwo auf einer Party, das ist für den Autisten, und so habe ich das auch früher immer gesehen, und ich habe es nicht verstanden, warum irgendwelche Leute auf eine Party gehen. Ich habe halt einfach gedacht, welchen Sinn und Zweck hat das, dass ihr euch jetzt zusammenstellt, also physikalisch einfach so anordnet, ihr nehmt doch jetzt eure Getränke nur in die Hand, dass euch nicht langweilig wird und ihr irgendwas zu tun habt. Und dass der Autist halt einfach, oder viele Autisten nicht verstehen, dass es den Menschen in Wahrheit um vördergründig um diese soziale, emotionale, das emotionale Miteinander geht. Und er natürlich, der Autist, deswegen häufig auch mit seiner sachlichen Kommunikation oder dass er irgendwelche Sachinformationen in ein Gespräch mit einbringt, die, wo er weiß, meine Informationen, die ich gesammelt habe, die sind richtiger als die, die jetzt hier verbreitet werden, dass er aber sieht, dass er damit trotzdem nicht gut ankommt, weil natürlich die Gruppe eigentlich, die trifft sich primär überhaupt gar nicht, um jetzt irgendwelche hochspeziellen Fachdiskussionen zu führen. Und der Autist selber fühlt sich dann ausgeschlossen und denkt sich, was ist denn hier eigentlich los? Ich verstehe das nicht, obwohl ich die besten Sachargumente gebracht habe, werde ich hier in der Gruppe nicht akzeptiert oder es wird sogar so getan, als würde ich stören.